So, hier ist closed. Alter, haben wir... Oh, guck mal. Die Zeit muss sein. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Forget the music, I need help! I'll back soon! Elisabeth! Elisabeth! Elisabeth liegt in meinem Bett. Damit könnten wir hier wegkommen. Ja, ein Lustschiff. So, was? Was? Wo liegt denn die Munition für... wo? Ah, hier. Alter, wie weit weg? Ist halt... Oh, guck mal hier. Natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Elisabeth da hinten ist, aber wir schauen mal. Erstmal hier das Video angucken. Battleship Bay, William Air. Alter, wo kommt das Wasser her? Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Mhm. Also hier ist anscheinend so eine Art Pumpenwerk, die irgendwie hier Wasser generieren. Also vermute ich mal, keine Ahnung. Naja. Gucken wir mal. Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Oh Gott. Bin ich froh, dass ich nicht in so einer Gesellschaft lebe. Was? Gesundheit? Was? Ah, Bier trinken. Plus Gesundheit minus Salz. Ja, machen wir mal. Komm. Bin ich zwar ein bisschen besoffen, aber wir haben nicht mehr so viel Gesundheit, ist mir egal. Aber Salz brauchen wir gerade eh nicht. Beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Mhm. Was ist er denn für einer? Mhm. So. Na. Hallo. Natürlich nehme ich alles mit hier. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Mädels, ich habe gar keine Badehose an. Geschweige denn überhaupt eine Hose. So, und ich habe keine Beine, denn ich bin ein Geist. So. Ich existiere gar nicht. Nur in eurer Fantasie. Und ich sitze auch jetzt gerade nackig vor meiner Playstation. Was ist das hier? Achso. Ah, die sind am Pennen. Okay, was mit ihm hier? Oh, John Pütz. Hallo, hallo. Sprung, Sprung, runter zu den Zehen. Eins, zwei, drei. Was, spazieren gehen gehe ich mit dir nicht, aber Vögeln wäre drin. Okay. Also dann. Ihr seid stark. Stark. Tut so, als wärt ihr Herkules. So, ja, warte. Betteln verboten, Kumpel. Hast du die Schilder nicht gesehen? Haha. Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Nein? Okay, dann ebenso. Los, soll das den ganzen Tag Ich sag's nicht nochmal. Es ist so heiß. Hat jemand ein Taschentuch? Diese Grippe bringt mich um. Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr.
Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Toll, was man so alles mitkriegt hier. Oh, guck mal hier, Bademeister. Was meinst du damit? Darwin! Charles Darwin! Hey, nicht so laut, ja? Wer ist Charles Darwin? Who the fuck is Charles Darwin? Oh, kann ich hier... Sag mal, sind das Medizinbälle oder warum sind die so schwer? Ich wollte schon gerade sagen, der Kleine hier neben Alkoholflaschen oder was, das wäre so makaber. Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat, aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Okay. Wie fröhlich er guckt. Hallo. Warte mal. Hier. Eine Banane. Ich frage mich, in so einer Riesenkiste liegt gerade mal eine Banane. Aber gut. Ja, dann schauen wir mal. Haben wir die hier schon quatschen gehört? Mir fehlen echte Strände. An echten Stränden musst du dir das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Ach, Unsinn. Sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Finkton. Und das ist es. Darum geht denen. Darum geht denen das allen. Die wollen halt unabhängig sein. Ich kann es halt verstehen, aber es ist total asozial sowas. Weil wir leben alle in einer Gesellschaft, ich sag mal, wo wir auch mal krank werden. Und das ist totaler Quatsch, was er erzählt hat. Ja. So, der Regenschirm schwimmt hier. Boah, den Schirm. Mutter wird nicht gefragt. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Mutter wird überhaupt nicht gefragt. Klar, zwei Männer, eine Frau. Ist egal. Den Schirm brauche ich demnächst bei Karneval. Muss ich mitnehmen. Da habe ich gute Chancen, Klümpchen zu fangen. Hallo? Bin zu dick. Ah, dein Zwillingsbruder von dem Typen, der da gerade saß. So. Hey, Kleine. Elisabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Na ja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie... Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tust... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Was ein Lügner. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Was ein Lügner. Aber er muss es ja tun. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Du versperrst uns die Sicht. Du versperrst uns die Sicht. Huch, Entschuldigung. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Gibt man einem Mann Macht? Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Kann er alles machen? Ich suche etwas, was vielleicht kann er auch in die Zukunft sehen? Ich durchsuche Mülltonnen, Elisabeth. Da finde ich genug Gesundheit. Aber danke dir. Oh, wie traurig sie guckt. Oder wie ängstlich. Oh, wie geil. Ich esse ja mal alles weg. Ich bezahle auch nicht. So. Ne. Was? Hä? Mr. DeWitt, hier. Die schon wieder? Sehen Sie mal. Vogel? Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Vogel oder Käfig? Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Oh Gott. Wenn wir es wieder vom Logischen her sehen, der Vogel ist frei, kann aber in der Wildnis von irgendeinem anderen Tier erledigt werden. Im Käfig ist er sicher.
aber auch einsam und alleine. Boah, das ist schwer. Oder, Ich nehme die Freiheit. Den Rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Was? Mein Gott. Ich verstehe das nicht. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Er sagt uns, was ihm weiß scheint. Das ist schon alles in Ordnung. Warum müssen wir verschwinden, ey, wenn die rauskriegen, dass wir hier sind? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Da kommen wir nicht durch. Finger spreizen, Beine spreizen, stillstehen. Halten Sie still. Na, da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Okay. Hey, Bulle, zieh dir den an! Ich verstehe nicht, warum sie uns alle aufhalten, richtig, wenn du mich diesen fragst. Mann zu finden. Hast du das mit der Statue gehört? Ruhe da, mein Gott, was ist los? Ja, und schlaf deinen Rausch aus. Einfach ausräuchern und fertig. Was passiert da? Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Ich würde es gerne mal sehen, was du alles kannst. So. Wenn du schon... Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Wenn du schon damit oder so prahlst. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Oh Mann. Mr. DeWitt, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Oh, wie cool. Wie geil das in Szene gesetzt ist. Das ist ja der Hammer. So, was haben wir denn hier? Warte mal, wir können ein bisschen Maschinenpistolenmunition und... Ja, komm, für die Pistole. Wir sind echt wohlhabend, was? Ja, sind wir auch. Ich spare ja auch. Weil ich ganz genau weiß, was mich erwartet im Spiel. Also wenn das so ist wie die anderen Bioshock-Teile, weiß ich definitiv, dass ich sparen sollte. So. Schau mal, wo müssen wir denn lang? Warte mal eben. Ich habe Angst, wieder irgendwo hinzugehen. Da ist Ihre Haushälterin verdächtig. Stellen Sie ein paar Fangfragen, wie etwa... Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und... Bestimmt waren Freunde von Ihnen bei Ihrem Treffen. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Sie erinnert mich auch unheimlich an Alice. Vom Gesicht her und vom Charakterdesign her. Ich weiß nicht, ob einige Alice von euch noch kennen von früher. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer wieder Ausrüstung... Achso, das haben wir schon mal gelesen. Neuer Hut, Munitionskapazität. Beim Schießen haben leere Clips eine 40%ige Chance auf automatische Füllung, ohne nachzuladen. Elektrischer Schlag, betäuben, 4 Sekunden, verwundbar. Nee, ich nehme das nur mal. Habe ich das jetzt, hat er es jetzt trotzdem ausgerüstet? Ich schaue nochmal eben. Ich will da mal auf der sicheren Seite sein. Wo sind wir denn da? Elektrischer Schlag, genau, okay, super. So, Upgrade möglich, okay. Sehr schön. So, habe ich hier alles jetzt? Achso, das Voxophon wollte ich noch hören. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Dann gehen wir weiter. Hey, Mister. Wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ach ja, guck mal. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. So, Ausrüstung. Neues Hemd. Nitro-Weste erhöht den Streuschadenradius von Sprengwaffen.
Nehmen wir nur mit. So, Toilette für Farbige und was? Iren? Ernsthaft? Was? Benehmt euch im Umgang mit Höhergestellten. Höhergestellten. Was ist das denn? Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Drum denkt es ist daran, ungefähr halb acht. Sei kein Schwachkopf. Danke. Eieiei. Was gibt's denn noch hier? Hey, Flawless Flintlock. Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde dreimal verschoben. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Na, das kennen wir ja schon. Okay, was haben wir hier? Zuckerwatte. Hey! Oh, der sieht ja sehr motivierend aus. So sehe ich jeden Montagmorgen aus, wenn ich aufstehe. So. Ach, guck mal hier. So, ein Rückblick auf die Anfänge. Eine Produktion der Columbia. Okay. Der Traum des Propheten lernt endlich fliegen. Columbia beginnt seine Reise. Ah, das hatten wir, glaube ich, schon gesehen, ne, oder? Ich glaube, das hatten wir schon gesehen, ne? Kann das sein? Was ist das? Der Prophet widersteht. Chemischen Boxer. Ja, das haben wir schon gesehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Okay. Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Wie niedlich sie einfach guckt. Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Hm. Er hat den Delaware überquert. Auf Knien hat er die Zuckerwatte schon aufgegessen? Columbia empfangen. Kommt, Leute! Bist du ein Schlaukopf oder ein Dummkopf? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber es ist echt krass. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Ja. Sag das mal denen da oben. Wollen Sie unbedingt, dass wir verhaftet werden? Warum? Weil ich in der Frauentoilette bin? Lass mich doch ein bisschen die Toiletten durchsuchen. Wir gerne auf Frauentoiletten. So. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich wieder reinkomme. Natürlich. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt... Alles okay. Wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Harter Tobak. So. Haben wir das schon gesehen? Mal gucken. Die Lösung des Irenproblems. Scheint mir echt so, als ob diese Vox Populi wirklich so eine... Dass du und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy? Und diese schreckliche Erin O'Malley? Wenn dein Vater das erfährt. Schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Dass es so eine, wirklich so eine Propagandatruppe ist.
wirkt immer mehr da. Es wirkt sich immer mehr dazu aus. Gucken wir mal. Elisabeth, rennt unten zu weit vor! Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Trau dir irgendwie nicht. Letzter Kunde, der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja, schön.